Servus Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Video, Freunde! Herzlich willkommen zu einem neuen FIFA 18 Video. In den Livestream wurde so oft gefragt, Pato, welche individuellen Taktik hast du? Mit welcher Aufstellung spielst du? Anweisungen, Bipapo. Natürlich habe ich das einzeln in den Streams ständig beantwortet, aber ich habe mir gedacht, ich werde das Ganze in einem Video festhalten. Muss kurz vom Thema abschweifen. Ein weiteres großes Thema in meinen Livestreams ist dieses Teambewertung. Ihr liebt es, wenn man euer Team bewertet. Mich wiederum interessiert es, was ihr für Teams habt. Innerlich habe ich mir aber ständig die Frage gestellt, soll ich das wirklich machen? Ich möchte kein Chris Abklatsch sein, also Smexy. Er macht das nämlich sehr, sehr gut. Anders wiederum kann auch nicht jedes Team in seine Serie packen. Und ich kann nicht ständig Streams darüber machen. Und deswegen habe ich mir für euch eine E-Mail eingerichtet. Ich werde sie euch jetzt einblenden. bdpbewertung@gmail.com. Ab jetzt könnt ihr mir auch gerne Teams schicken, die ich sehr, sehr gerne für euch bewerten werde. Aber sehr, sehr wichtig ist, ich habe gewisse Anforderungen, nämlich im Betreff muss stehen, wie viel euer Team wert ist und wie viel Budget ihr noch übrig habt. Also einfach Wert, so und so viel K, Budget, so und so viel K. Wenn der Betreff nicht stimmt, dann öffne ich die E-Mail gar nicht. Ihr müsst das verstehen, es werden mit Sicherheit so viele E-Mails kommen. Mich interessieren Teams unter 100k, Teams im Bereich um die 250k, 500k und auch noch High-Budget-Teams, also 1 Million aufwärts. Und da kann ich ein Video von dem Bereich zeigen. Ich hoffe, euch wird das Ganze gefallen. Daumen nach oben, wenn ihr feiert, dass Pato Teambewertung-Video macht. Und jetzt kommen wir wieder zum eigentlichen Thema zurück. Individuelle Taktik plus taktische Anweisung. Ich muss auf jeden Fall kurz anmerken, ich bin alles nur kein Pro. Ich finde, ich habe keine schlechte Statistik mit 107 zu 35. Sehr viele Niederlagen habe ich ganz am Anfang kassiert, weil ich ja keine Demo gespielt habe. Kommen wir gleich zu meiner Aufstellung. Das ist nur eine Aufstellung, damit ich auf Full Cam bin. Ich werde das Ganze so ändern. Nämlich spiele ich in-game auf 4-2-3-1, aber die ganz normale, nicht die Breite. Die einzigen Spieleranweisung ist hier, mein Mané bekommt zentral orientieren mit Abwehr überlaufen und der ZOM, also der mittlere ZOM, in dem Fall Hachi, nur vorne bleiben. Eine Zeit lang habe ich auch hinten den ZOMs Manndeckung und hinten bleiben bei Angriffen gegeben, beide. Momentan lasse ich das Ganze aber weg, das heißt, ich persönlich spiele ZDM ohne Anweisung. Auch die Außenverteidiger, da habe ich eigentlich auch Normalfall hinten bleiben bei Angriffen. Auch hier spiele ich ohne Anweisung. Das heißt, meine Anweisungen gilt nur für Sturm und ZOM. Aber ihr könnt auch rumspielen eben mit den ZDMs hinten bleiben bei Angriff sowie mit den Außenverteidigern. Es liegt ganz auf euer Spielkonzept. Mein Spielkonzept ist so heftig auf Mané ausgelegt. 83 Spiele, 129 Tore, 106 Vorlagen. Hater würden jetzt meinen, das ist alles von Offline-Spiele oder bla bla bla. Leute aus der Pato-Crew meinen aber no. In meinen letzten 8 Livestream-Spiele habe ich um die 60 Tore geschossen. Und oft hat man 9 Scorer-Punkte oder sonstiges gesammelt. Also kommentiert hier, wer hat schon gegen mich gespielt und wie hoch ist das Ergebnis ausgegangen. Hier auch der mittlere ZOM, Hachi. Vorne bleiben, 83 Spiele, 82 Tore, 64 Vorlagen. Das sind jetzt mal meine Anweisungen, aber euch interessiert auch die individuelle Taktik. Da wechsle ich ganz schnell auf Anstoß, damit ihr auch lesen könnt, was da steht, zum Beispiel Aufbauspiel, bestimmte Geschwindigkeit der Angriffe. Und ihr habt ja mein Team gesehen, ich habe richtig schnelle Stürmer, Außenspieler hin und her. Und deswegen setze ich hier den Regler auf 86, auf schnell. Warum 86? Normalerweise, es geht auch 80 oder 85. Aber ich liebe untypische Zahlen, deswegen habe ich mich für 86 entschieden. Passspiel beeinflusst die Passdistanz und die Unterstützung von den Teamkollegen. 36 ist meiner Meinung nach ein guter Wert. Eben auf gemischt. Ich habe den Regler auf 44 gesetzt. Am Anfang habe ich auf 50, also genau in der Mitte. Aber ich weiß nicht, auch bei FIFA 17 habe ich auf 44. Und bis heute fühle ich mich total wohl damit. Kommen wir hier zur Chancenerarbeitung Passspiel. Real Madrid hat zum Beispiel 37, normal. Gibt ja auch, ich habe zum Beispiel
auch eine lange Zeit auf riskant gespielt. Aber hier beeinflusst es natürlich auch die Love-Unterstützung irgendwie, ich weiß nicht, das ging mir dann doch auch ein bisschen zu schnell. Viele Passfehler, viele Ballverluste und deswegen habe ich hier den Regler auf sicher 29. Ich bin ein absoluter Kombinationsfanatiker, Leute. Wirklich, guckt euch die Livestreams an, ich verlinke sie euch beide. Ich wollte euch hier keine einzelnen Szenen oder sonstiges reinblenden, weil was bringt es mir, euch das Beste vom Besten zu zeigen? Nee, guckt euch am besten wirklich straight ein Full Gameplay von mir an, wie ich das Ganze spiele, wie ich das Ganze bewerkstellige. Das sind die Zuschauerspiele die beste Plattform dafür, um euch meinen Spielstil zu zeigen. By the way, ich habe meine individuelle Taktik ja auch in den Streams gezeigt und ein Zuschauerkommentar blieb mir ganz besonders in Erinnerung, nämlich, dass er auf 4-3-3 genau meine individuelle Taktik spielt und er hat gesagt, er wurde dadurch besser. Von daher, ich weiß nicht, also probiert das einfach mal aus, gebt mir einfach mal ein Feedback, ne? Den Flankenregel habe ich auf 60 geschoben. Ich bin zwar niemand, der flankt. Wirklich. Was absolut nicht in mein Schema passt, sind Flanken. Ne? Dafür aber Flankenläufe. Ich komme wirklich sehr oft über die Außen, stopp den Ball und lauf nach innen. Also alle Arjen Robben. Ne? Das ist so heftig in meinem Spielstil verankert. So richtig gezielt den Pass auf Mané oder die Sturmspitze oder wer eben auch gerade dabei ist. Teste das einfach mal selbst bei dieser Aufstellung. Bei 4-2-2-2 zum Beispiel habe ich das auch am Anfang sehr oft gespielt. Da ist übrigens ein gecuttertes Video, eben mein Ibrahimovic-Video. Könnt ihr auch sehr, sehr gerne danach suchen. Bei Schussverhalten bin ich sehr, sehr neutral auf 50, weil ich eben sehr durch mein Kombinationsspiel lebe und dann nicht unbedingt so der Longshot-Schütze oder sonstiges bin, wobei ab und an natürlich auch. Wie es halt das Spiel so zulässt, aber ich denke mir, mit 50 bin ich sehr, sehr neutral und gehe einen ganz guten Weg. Freie Wahl, die Spieler sollen selbst entscheiden, à la Pep Guardiola. Und dadurch, dass ich offensiv nur homo sehr gut bestückt bin, kann vorne sein, wer möchte. Aber die Verteidigung wird euch sehr, sehr interessieren, glaube ich. Bis vor kurzem habe ich noch Druck auf 70 gespielt, habe mich dann umentschieden, den Druck mal auf 20 zu testen. Basen hat mal auf Twitter gefragt, was das Beste eben für Druck ist und Jukes, ich weiß nicht, ob man den jetzt so ausspricht, hat geantwortet, probier's doch mal auf 20. Und ja, seitdem habe ich 20 übernommen und muss sagen, ich fühle mich sehr, sehr sicher damit. Denn was hier sehr, sehr niedrig ist, ist bei mir da wieder sehr, sehr hochgestellt, nämlich die Aggressivität. Ich bin auf Doppeln, auf 75. Ist sehr gewöhnungsbedürftig, aber dadurch, dass die Verteidigung selbst sehr gewöhnungsbedürftig ist, werdet ihr euch daran auch sehr, sehr schnell gewöhnen, denke ich. Ich glaube, FIFA 17 habe ich auch schon mit Doppel gespielt. Auch bei Verschieben bin ich 20, ne? Die sollen wirklich kompakt verschieben. Ich möchte nicht so heftig die Lücken haben. Ich möchte nicht, dass das alles sehr offen ist. Gerade bei schnellen Spielern ist das sehr, sehr geil. Dadurch, dass ich auch noch doppel, gleicht sich das Ganze aus. Also Aggressivität mit kompakter Verschieben. Denke ich mir, dass es ein sehr, sehr geiles Erfolgsrezept ist. Aber nochmal, ich bin wirklich alles andere als ein Pro. Ich möchte euch nur meine eigenen Erfahrungen teilen. Und die Leute, die in den Livestreams dabei waren bei den Zuschauerspielen, ihr habt gesehen, wie ich gespielt habe. Und wenn ihr es nicht gesehen habt, wie gesagt, ist alles verlinkt. Guckt euch einfach mal ein Full Gameplay an. Wie gesagt, es bringt sich nichts, wenn ich euch irgendwelche guten Szenen reinschneide, ne? Auf jeden Fall, jeder Einzelne, der das probiert. Ich weiß nur, bei 4-2-3-1 funktioniert das, 4-2-2-2. Und ein Zuschauer meinte 4-3-3-4. Wer auch immer das von euch probiert, schreibt mir ein Feedback in die Kommentare. Wie war das für euch? Hat euch das geholfen? Hat euch das gar nicht geholfen? Ich muss auch dazu sagen, ich bin ein absoluter Pressingspieler, ne? Ich gehe richtig straight auf den Mann da drauf. Ich bin absolut so ein Verfechter von Ballhalten, ne? Also ich bin so ein Anti-Bayern München. Eher so Rush-Football à la Kloppo. Und in FIFA 18 ist das wirklich eine richtige Waffe, wenn man richtig schnell kombiniert nach vorne. Wobei Ballhalten und so alles bei Führung mache ich das auch. Es kommt immer auf die Situation an. Aber ich bin sehr, sehr gespannt auf euer Feedback. Und ich hoffe natürlich, dass ihr mich mit diesem Video unterstützt, Daumen nach oben. Dankeschön dafür, Leute. Und solltest du noch kein Abonnent sein, wie gesagt, wir stehen kurz vor 19.000. Ich würde mich ungemein freuen, wenn ihr mich dahingehend unterstützen könnt. Social Media, es ist auch alles in der Videobeschreibung. Ich verabschiede mich jetzt. Wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Viel Glück in der Weekend League. Ciao. Bye, bye. Ciao.